Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Nochmal den Audienzraum. Wie erwartet. Hallo, Erfahrungspunkte. Hallo, ich. Wie kann ich dienen? Du willst aufsteigen. Guck mal, Fähigkeiten. Zack. Die Talente. Weiterhiniger Kampf, ja gut. Klinge hat zwei Waffen. Okay. Nahkampfwaffen. Nehmen wir mit. So, bei den Kräften. Du hast eine. Würden wir halt auch mal noch machen. Abwehren ist immer gut. So, so, so. Wir sind hier schon aus dem Bereich raus. Na gut, ich hätte auch gerne mal langsam mehr Lichtschwerter. Wir brauchen noch eine ganze Menge hier für unsere Besatzung. Na ja. Geht so. Wir könnten mal reparieren, genau. Nur wenige Komponenten. Klar, und bei dir können wir dann einfach mal uns einschließen. Ach, das hätten wir auch zuerst mal können. Okay. Ist aber nur der eine, der mich dann beschützt. Na gut, Hilfskonsole. Zugangscode bitte. Sekundäres Energiesystem ist noch aktiv. Schreiben wir das beides mal um. Was das bringt. War sonst noch was hier? Da hinten haben wir halt dann die Konsole. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was reißen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Zack. Tatsächlich. Energieverteilung. Beschränkt auf die Brücke. Mal mit, meine Damen, wir gehen zur Brücke. Ja, ja, gut. Zack. Höher kann man überladen. Ja, komm mal. Ja, da keine Gegner da. So. Aber gut. Von dort kamen wir. Dann speichern wir noch mal fix. Ah, und sind jetzt in besagter Verhörkammer. Können wir da jetzt irgendwas Sinnvolles machen? Granatengesundheit, bla. Unendlich. Stärke D. Nicht so wirklich. Wir haben hier eine Tür und wir haben hier eine Tür. Hallo Tür, wo führst du denn hin? Irgendwie wieder tolle Informationen oder so.
Kann das sein? Ja, ja, so. Mal Speicherkern. Rücksetzprogramm. Aha. Okay. Schauen wir doch mal, ob das irgendwas bringt. So, ich probiere jetzt einfach mal wild hier rum. War denn hier noch? Hier war noch eine Konsole. Hallo, guck mal, eine Konsole. Gesperrtes System. War kein. Zack. Na gut, das bringt im Moment aber nichts. Noch nichts Großartiges zumindest. Na gut, wir speichern noch mal. Mal schauen, was das mit dem Zurücksetzen dann bringen wird später. Vielleicht. Vielleicht hier. Da ist doch bestimmt was Interessantes hier. Wenn wir diese verdammten Türen mittlerweile one-hitten können. Hallo Werkbank. Nur zerlegen. Ich hätte wirklich gerne ein Lichtschwert. Schwert. Was war denn das? Rüstungsgedöns können wir auch noch irgendwie. Ja. Objekte aufrüsten. Können wir denn? Wir können da leider nichts. Schade, schade. Augenkristall. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Oder warte mal, hier ist doch schon irgendwas Tolles in den Dingern. Na? Bild. Gegenstand und Chemikalien. Ah, jetzt geht's auch mal hier dran. Noch Schild. Naja, naja. Überblick, ja. Hatten wir ja soweit schon. Komm. Reicht an. Sehr nett. Ein Sith-Kampfanzug. Noch eine weitere Andockung. Da will ich noch nicht hin. Ich will mich hier erst weiter umschauen. Wundert mich allerdings auch, dass jetzt keine Gegner mehr da sind. Lordi, da hauen wir das halt auch noch platt. Haben wir irgendwas kaputt gekriegt? Hier zum Glück nicht.
So, hier können wir wahrscheinlich auch nichts Neues machen. Warte bitte, haben wir dann soweit hier Ebonhawk? Gut, dann können wir da wahrscheinlich durch. Äußere Verteidigung. Da waren wir noch gar nicht. Das heißt zurück und dann dadurch. Okay. Mal zur äußeren Verteidigung. Wieso waren wir da noch nicht? Hi. Was darfst sogar du dann mal? Was gibt es? Wusste das ja nicht so viel. So, dann gehen wir bitte dahin. Und wir kümmern uns dann hier um den Rest. So. Wo rennst du denn mal wieder rum? Wie kann ich dienen? Mädel, Mädel, Mädel. So, es ist hier groß Stress und du bist wieder nicht da. Eine Schwäche wird offenbar. Oh, yeah. So, das ging doch schön locker. Ah, jetzt haben wir sie alle. Gut, gut. Ich dachte, wir hätten schon. Ging als. Oh, du hast aber auch nicht Schaden. Was gibt es? Ach ja, so High-Charakter sind doch verdammt nützlich. Überreste. Hm. Ah. Hi. Nehmen wir ihn auf deaktivieren. Was gibt es? Feuerscheinheit. Kannst sie schon platt hauen, ne? Eine falsche Scheu. Noch eine Kommando-Dings, wo wir leider nichts Neues machen können. Na gut, dann speichern wir. Sie sind weitergekommen, als ich berechnet hatte. Sie sind sehr einfallsreich. Aber noch weiter werden sie nicht kommen. Setzt die Wachtruiden ein. Aktiviert die Kraftfelder. Wir sperren sie im Schiff ein. Aktiviert die Minen. Mal sehen, wie weit sie jetzt kommen. Hm. Hi. So, das geht ja auch mit dem Druid deaktivieren, oder? Hier. Ich höre. Scheinbar nicht. Wir hätten vielleicht doch jemanden mitnehmen sollen, der ein bisschen was entschärfen kann. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich ähnlich sein, oder? Hi. Eine Schwäche wird offenbar. Hm. Wie tödlich sind diese Bomben? Oh, geht vielleicht doch nicht sogar. So, meine Lieben, dann tötet doch mal. Thank you.
Dann wie kann ich dienen? Sehr schön gemacht. Eine Schwäche wird offenbar. Yeah. Jawohl, das ging. Zugang zum Minenfeld. Sehr gut. Dann schalten wir das doch mal ab. Wäre wahrscheinlich halt dann die Möglichkeit gewesen, dass man sich durchschleicht und dann, ja. Wird. Sich halt durchschleicht und den Druiden halt dann, oder die Druiden irgendwie sprengt. Die Dinger werden abgeschaltet. Was? Hallo? Das scheint eine Art Kontrollzentrum zu sein. Ich rate euch aufzugeben. Eure Chancen, dieses Schiff zu verlassen, sind gleich null. Und eure Überlebenschancen sind nicht viel größer. Euer Schiff und euer Leben gehört mir. Die Frage ist nur, wie viel Energie ich aufwenden muss, um euch zu unterwerfen. Das kriegen wir schon hin. Tschüss, Energiefeld. Hallo, Roboter. Nein, ihr bleibt jetzt bitte mal da. Eine Kommandokonsole, interessant. Was gibt es? Scheinbar noch nicht auf der Brücke. Okay, dann hauen wir die Roboter noch schnell platt. So, meine Liebe. Noch ein bisschen mit Blitzen um dich schmeißen. Ja. Wo willst du denn eigentlich hinlaufen? Ich mir das mal hier Fliegen zerstören. Mach du mal hier munter rum. Und wir du bist noch fit, oder? Ja, na, den da hinten kriegen wir gerade noch nicht. Aber das sollte soweit passen. Ja? Dit. Bleib du mal von den Bienen weg. Ja, und da weiter mit drauf. Wie kann ich... Das habt ihr gut gemacht. Jetzt brauchen wir halt jemanden, der sich opfert, der durchrennt. Obwohl. Theoretisch sollte das ja einigermaßen gehen, oder? Oder sind jetzt wirklich abgeschaltet? Hört mir fast so. Ja, okay. Die sind noch da, aber abgeschaltet. Das ist gut. Haben leider keinen, der sie verwerten kann. Hat sich echt gelohnt.
Jetzt haben wir noch zwei Türen. Allerdings ist die Folge auch schon wieder um. Von daher werden wir erstmal in der nächsten Folge sehen, was sich dahinter verbirgt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.